Ach, das sind eigentlich eine Menge Dinge. Das beginnt ganz banal. Karlchen zum Beispiel. Und der kleine Braune, der hört auf den Namen Inferno. Wobei, der hört eigentlich auf gar keinen Namen. Ja, jeder Tag hat irgendwie schon auch so seinen Masterplan, was man sich so überlegt, was man den Tag über machen wird. Und wird ja dann auch immer wieder mit der Realität konfrontiert. Und das ist nicht immer, aber oft eben deckungsgleich. Und die spannenden Momente sind immer dann da, wenn die beiden Dinge auseinandergehen. Ganz am Ende erzählen wir eine Geschichte. Und Geschichten kann man ja in vielen Formen erzählen, in Textform oder als Podcast. Wir können uns heute Abend treffen und am Lagerfeuer uns diese Geschichte erzählen. Und wir machen das in Filmen. Das Wie, das kann man so ein bisschen als großes Puzzlespiel bezeichnen. Am Anfang hat man einen großen leeren Karton, auf den malen wir uns unsere Geschichte auf. Dann kommt die Stanze, wir brechen das in viele kleine Einzelteile auf. Und zum Schluss puzzeln wir das im Editing eben zu einer Geschichte zusammen. Und wenn alle Teile passen, dann haben wir einen Film, der die Zuschauer eintauchen lässt und der die Zuschauer mitnimmt. Wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Heute. Also nicht heute, wenn Sie das Video sehen, sondern vor ein paar Tagen. Wir sind zusammen mit dem Damen und dem Herrn vom Stadtmarketing Regensburg extra nach Parsberg gefahren, um etwas Besonderes zu tun. Um einen Köpi zu trinken. Ich wusste es auch nicht, was es ist. Es ist das hier. Also Regensburg ist für mich jetzt nicht ein Ort, sondern Regensburg steht für mich schon für Vielfalt. In der Gastronomie, da fallen mir schon ein paar Restaurants und Cafés ein. Vielfalt in der Kultur. Wir haben einen sehr breiten Sport, auch Spitzensport. Und das ist auch, aber eben nicht nur Fußball, sondern auch Baseball oder Eishockey oder Leichtathletik. Und wir haben eine ganz, ganz breite Einzelhandelswelt. Viele kleine Geschäfte, Handwerksbetriebe. Und das mag ich, weil ich mag nicht diese Monokultur wie in amerikanischen Malls, wo einer aussieht wie die andere, weil es halt immer die gleichen Ketten sind, die dort vertreten sind. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns diese Vielfalt erhalten können. Da hatte ich keinen Berufswunsch. Ich war total gerne Kind und den Job, den hätte ich auch gerne noch ein paar Jahre gemacht. Gut, dann kam irgendwann die Pubertät und man hat ganz andere lustige Lebensmodelle auf einmal im Kopf. Berühmte Persönlichkeiten, tot oder lebendig. Das Schöne an unserem Beruf ist ja, dass wir sehr viele unterschiedliche Menschen kennenlernen dürfen. Und wir haben in und um Regensburg ganz, ganz viele Persönlichkeiten. Und ich bin sowieso ein Big Fan von den kleinen Lebensgeschichten aus dem Bahnleben. John Cleese ist Mitglied und auch Mitbegründer der Monty Python-Truppe. John Cleese hat unglaublich gute Drehbücher geschrieben. Er hat viele seiner Figuren selbst gespielt. Und der hat einen unfassbar tiefschwarzen englischen Humor, der hochintelligent ist. Mit dem würde ich gerne mal ein Bierchen trinken gehen. Das muss ja kein Köpi sein, wir können ja auch ein gutes Kneitinger oder Bischofshof oder anderes Bier aus Regensburg ihm einschenken. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an Stadtmarketing für den echt tollen Kaffeemack. Bleiben Sie gesund und umtriebig und vor allen Dingen bleiben Sie Regensburg treu.